Ingenieur Martin Sandler und E-Werk-Vertreter Frank Backowies haben lange getüftelt, um sich nicht mehr ärgern zu müssen. Über abgestellte Windräder, über grünen Strom, der ins Ausland verscherbelt wird, und über zu hohe Energiekosten für Familien und Bürger. Wenn man aber diesen Ärger in positive Energie umwandelt, dann kommt vielleicht was Gescheites dabei raus. Und ich habe vielleicht die Möglichkeit als Maschinenbauingenieur, dass ich so manches umsetzen kann, was vielleicht der andere nicht schafft. Ergebnis ist eine moderne Heizungsanlage, die in jedem Haus eingebaut werden kann. Gehirn der Anlage? Dieser graue Kasten. E-Heat, eine Art Durchlauferhitzer, der genau weiß, wie viel Energie er braucht, um Wasser warm zu machen und vor allem, woher er die Energie bekommt. Aus dem eigenen Heizungskeller oder eben vom Elektrizitätswerk in Form von Strom. Das funktioniert dann so. Vereinfacht gesagt, wird zu viel Ökostrom produziert, muss der künftig nicht mehr teuer ins Ausland transportiert und Windkraftanlagen nicht mehr abgeschaltet werden, sondern das regionale E-Werk kann den Strom abnehmen und an seine Kunden weitergeben. Wer gerade wie viel Strom braucht, das weiß der E-Heat im Keller und kann seinen Bedarf direkt ans Elektrizitätswerk übermitteln. Dafür, dass das E-Werk überschüssigen Ökostrom aus dem Netz nimmt, gibt's Geld vom Betreiber. Und auch der Kunde spart. Den überschüssigen Strom bekommt er kostenlos. Zudem verbraucht er kein eigenes Heizmaterial. Wie viel macht das zusammen? Das kommt darauf an, wie viel ich aus der gesamten Wertschöpfungskette für mich heben kann. Das kommt darauf an, ob ich schon eine Solaranlage habe, in welchem Jahr der Vergütung ich bin. Aber im Idealfall spart man 1.900 Euro pro Jahr, gerundete Zahl. Es kann aber auch sein, dass es eben nur 1.000 Euro sind, aber in so einer Größenordnung bewege ich mich immer. Das klingt verlockend. Zum Vergleich, auf einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt, ein Einfamilienhaus, das mit Öl geheizt wird, kommen derzeit Energiekosten in Höhe von etwa 2.500 Euro. Klar, der Umbau der eigenen Heizung auf das neue System kostet natürlich auch etwa 15.000 Euro. Teuer ist das Ganze nur, wenn es nicht funktioniert. Was funktioniert? Ist immer kostengünstig. Dass ihr System funktioniert, davon sind die beiden Kaufbeurer überzeugt. Der Praxistest findet in den kommenden Monaten statt. Bis dahin will das E-Werk 200 Kunden gefunden haben, die mitmachen. Und der Ingenieur genügend Handwerker, die mit seinem neuen System auch umgehen können.